Hallo, hier ist Christoph Gigatech und das ist unser Test des neuen Microsoft Surface Book. Das ist ein besonderes Gerät, das ist das erste Laptop aus dem Hause Microsoft, die erste Eigenentwicklung quasi nach den Surface Pros, war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis Microsoft hier sein eigenes Laptop auf den Markt bringt. Wie gut ist es? Ist es wirklich das perfekte Laptop, so wie es Microsoft eigentlich beschreibt? Das erfährt ihr jetzt natürlich im Test, denn wir haben das Gerät in den letzten Tagen ausführlich getestet und als Daily Driver benutzt. Ob sich das Warten lohnt und ob sich der Preis lohnt, das erfährt ihr jetzt. Kurze Information, das Surface Book sollte im ersten Quartal 2016 auf den Markt kommen. Zu was für einem Preis, weiß man natürlich noch nicht. Unser Testgerät hat als Import jetzt ca. 2.400 € gekostet. Das heißt, ich gehe bei dieser Version aus, dass es ca. zwischen 2.000 und 2.200 € kosten wird. Wir haben hier die Version mit Intel Core i5 Prozessor, 8 GB Arbeitsspeicher und 256 GB SSD sowie dedizierter GPU. Also, was kann es? Das zeigen wir euch jetzt. Schaut man sich jetzt hier das Design des Microsoft Books etwas genauer an, dann sieht man auch gleich, dass es etwas Besonderes ist, beziehungsweise dass es anders ist im Vergleich zu anderen Notebooks. Das liegt an zwei verschiedenen Sachen. Zum einen als wirklich markantester Punkt, das ist das Scharnier, das hier Microsoft verwendet. Ihr seht hier schon, das sieht anders aus und es gibt hier auch einen Schlitz zwischen dem Display und dem unteren Teil des Notebooks. Die einen mögen sagen, das ist im Prinzip nur ein Schutz für die Tasten, die hier herausstehen und nicht direkt in das Dock eingearbeitet wurden. Das stimmt allerdings nicht wirklich, denn man hat einfach das Scharnier noch nicht so weit gehabt. Wir haben hier nämlich dieses spezielles Angelpunkt-Scharnier, das hier Microsoft entwickelt hat, um auch wirklich hier das Tablet zu halten. Denn das Ganze ist nicht nur ein normales Notebook, sondern ein 2-in-1, das wir hier integriert haben. Und hier zeigt sich dann auch schon die zweite Besonderheit und das ist das Display des Surface Books. Das kommt nämlich im Seitenverhältnis von 3:2 und ist dementsprechend auch wesentlich höher im Vergleich zu anderen, anderen Geräten. Wir haben hier auch ein 13,5 Zoll großes Display und eine Auflösung von 3000 x 2000 Pixeln. Dementsprechend haben wir hier ein wirklich hochauflösendes Display mit einer Pixeldichte von 267 ppi. Das ist allerdings noch nicht alles, denn was man hier auch schon sehen kann, wir haben hier wirklich sehr hohe Kontraste. Man sieht hier auch das Schwarz, das wirkt auch wie Schwarz, beziehungsweise trotzdem noch satte, aber natürliche Farben und auch generell eine hohe Helligkeit, dass man auch im Außenbereich damit gut arbeiten kann. Und natürlich hier dieses 3:2 Formfaktor, das eher einem, sage ich mal, Blatt Papier ähnelt, also einem normalen A4 Blatt, als jetzt zum Beispiel bisherige Notebooks mit dem 16:9 Format. Das hat eben den Grund, dass wir hier das Tablet haben, mit dem kann man dementsprechend auch wirklich gut arbeiten, da es trotz der Größe von 13,5 Zoll sehr leicht ist. Das heißt, wir haben hier nur 700 Gramm und es ist auch dementsprechend dünn mit ca. 7 mm und man muss hier bedenken, dass hier wirklich der Intel Core i5 Prozessor integriert ist, beziehungsweise auch die Festplatte und natürlich der Arbeitsspeicher und auch Lüfter, denn das Ganze muss natürlich nach wie vor gekühlt werden und diesbezüglich ist es wirklich hier auch gut mit dem Gerät zu arbeiten. Wenn man es als digitales Clipboard nutzt, so wie das Microsoft nennt, denn wir haben hier natürlich auch einen Surface Pen, der hier auch in dieser Generation erneuert wurde. Das Ganze ist aber natürlich begrenzt, da wir hier nur eine Akkulaufzeit von ca. 3 Stunden haben. Aber was hat es sich jetzt mit dem neuen Surface Pen auf sich und warum funktioniert das mit dem Clipboard so gut? Neu ist beim Stylus, dass wir hier jetzt eine gerade Fläche haben. Das Ganze ist magnetisch, kann dementsprechend auch an das Surface Book angeheftet werden und das hält auch wirklich sehr, sehr stark, wie man sieht. Wir haben eine neue austauschbare Spitze, die ist wesentlich weicher und die gibt es dann auch in verschiedenen Härtegraden, je nachdem, wie man das möchte. Und dadurch fühlt sich das Ganze eher nach einem Blatt Papier und einem Kugelschreiber an, als wie es bisher war. Und so hat man auch ein sehr tolles Schreibgefühl. Das Ganze ist auch nochmal etwas präziser geworden, beziehungsweise wir haben eine wesentlich höhere Druckempfindlichkeit von 1024 Levels. Aber das Ganze ist noch nicht ganz so präzise wie zum Beispiel richtige Tablets zum Zeichnen.
da dürften Zeichner wahrscheinlich nicht ganz so zufrieden sein und nach wie vor auf die wirklichen Wacom-Tablets setzen. Aber zum Notizen aufnehmen und weiteres reicht hier der Stylus mehr als aus. Von dem her ist hier wirklich der Surface Pen eine bessere bzw. eine gute Erweiterung für das Surface Book und natürlich das integrierte Tablet bzw. das Clipboard. Aufgefallen sind uns neben hochwertigen Materialien und natürlich der hochwertigen Verarbeitung sowie das geniale Display auch die guten Lautsprecher, die hier auf der Vorderseite integriert sind. Sie bringen den Sound direkt zum Nutzer und haben natürlich auch ein gutes Soundvolumen bzw. generell einen guten Klang. Aber das ist nicht alles, denn Microsoft hat hier beim Surface Book gleich drei Kameras integriert. Eine 8-Megapixel-Kamera auf der Rückseite, die einen Autofokus nun integriert hat, sowie ein Mikrofon, dass man zum Beispiel auch Auflösungen oder sonstiges besser aufnehmen kann. Zudem haben wir auf der Vorderseite nun eine 5-Megapixel-Kamera mit fixem Fokus, die kann aber genauso Full-HD-Videos aufnehmen. Und eine Infrarotkamera und diese ermöglicht Windows Hello, das heißt, die unterstützt Windows Hello, das heißt, man kann hier das Gerät mittels Gesichtserkennung sehr schnell starten bzw. sehr schnell anmelden und das funktionierte bei uns im Test so gut, dass es eines meiner Lieblingsfeatures mittlerweile des Microsoft Surface Books bzw. auch des Surface Pro ist, da es einfach so gut funktioniert und das bei Tag und bei Nacht. Natürlich, was gehört zu einem Notebook bzw. einem Laptop noch dazu? Das ist natürlich eine entsprechend gute Tastatur bzw. ein gutes Trackpad. Und hier hat sich Microsoft wirklich ins Zeug gelegt und hier versucht, das Beste in das Surface Book zu integrieren. Erstmals aber, wir haben hier den unteren Teil mit dem Scharnier eben. Und zwar haben wir hier nämlich auf der rechten Seite den Surface Connector sowie das Mini-Displayboard. Das heißt, man kann darüber auch wirklich einen externen Monitor anschließen. Über den Surface Connector kann man das Gerät natürlich laden, beziehungsweise aber hier auch wirklich das Surface Dock anschließen und dann natürlich weitere externe Geräte anschließen, zum Beispiel zwei Monitore oder verschiedene USB-Geräte und so weiter. Und auf der anderen Seite haben wir dann quasi noch hier zwei USB 3.0 Ports und einen SD-Karten-Slot. Das heißt, wir haben leider keinen vollständigen HDMI-Port, das geht mir ein bisschen ab, aber man kann dann einfach Adapter verwenden und wir haben kein USB Type-C. Das ist aber bei weitem noch nicht alles, was hier Microsoft in die Tastaturdock integriert hat, denn ein kleiner Lüftungsschlitz hier auf der Vorderseite zeigt, dass noch mehr im Inneren schlummert. Das ist unter anderem ein 52 Wattstunden Akku und auch eine dedizierte GPU je nach Konfiguration. Das heißt, hier hat Microsoft eine Grafikkarte integriert bzw. einen Chip integriert, der basiert auf den Nvidia 49M Core und der kleine aber feine Unterschied hier ist, dass man hier einen Gigabyte GDDR5 RAM verwendet. Das heißt, wir haben hier eine wirklich schnelle Lösung und die bringt auch im täglichen Leben was, sofern man hier wirklich zum Beispiel auf grafikintensive Programme verwendet. Wir haben hier zum Beispiel im Real-Life-Test Adobe Premiere Pro im Vergleich zum Surface Pro 4 gesetzt und hier merkt man dann zum Beispiel die Performance-Unterschiede. Dass das nicht immer so ist, zeigen auch die Benchmarks, denn hier war teilweise sogar das Surface Pro 4 etwas schneller. Das liegt daran, dass hier die Grafikkarte mittels Software aktiviert wird und das geht automatisch. Das heißt, das kann man nicht manuell regeln. Dementsprechend, wenn man hier jetzt zum Beispiel mit einem Programm wie Adobe Premiere Pro arbeitet und das Gerät entdocken will, das macht man hier mittels dieses Buttons und dann wird das Gerät entdockt. Würde das Programm laufen, müsste man jetzt das Programm erst schließen und könnte dementsprechend erst in Folge das Gerät entdocken. Das heißt, hier ist auch noch eine Sicherung integriert, die ausgelöst wird, sobald hier wirklich das Dock das OK gibt. Das Positive ist aber, dass das Ganze auch funktioniert, wenn das Gerät ausgeschaltet ist, denn dann können ja eigentlich auch keine Programme laufen, die hier irgendwie noch auf die Grafikkarte zugreifen. Die Frage dabei ist aber natürlich, wie laut ist das Gerät bzw. wie lange hält dann überhaupt der Akku? Und das ist auch eine Besonderheit, denn hier bleibt der Surface Book eigentlich sehr, sehr kühl. Besonders gut ist es ja, dass man hier die zwei Komponenten, die sehr viel Wärme entwickeln, in zwei verschiedenen Geräten hat. Sprich, einmal haben wir den Prozessor hier im oberen Bereich des Gerätes und hier ist der Chip auch wirklich so mittig integriert bzw. die Kühlleistung, dass man hier die Wärmeentwicklung im mittleren Teil
verspürt. Hält man das Gerät also irgendwo fest, merkt man die starke Wärmeentwicklung nicht. Hier wird das Gerät bis zu 38 Grad heiß, währenddem hier bei der Tastaturdock, wenn man die Grafikkarte etwas stärker beansprucht, der Chip in diesem Bereich liegt und hier die stärkste Wärmeentwicklung im oberen Bereich beim Scharnier ist. Und da wird es bis zu 46 Grad heiß. Das ist der Wert, den wir hier gemessen haben. Aber trotzdem bleiben die Lüfte dementsprechend leiser. Hier hat man wirklich sehr gute Arbeit, Entwicklungsarbeit geleistet, damit die Lüfter eine gute Leistung haben zum einen, aber trotzdem leise bleiben. Die Frage ist aber, wie schaut das mit der Akkulaufzeit aus? Denn man hat hier ja wirklich sehr hohe Werte angegeben, die man mit dem Microsoft Surface Book erreichen kann. Und wir können diese auch nur bestätigen. Wir haben mit dem Surface Book selbst 13 Stunden herausbekommen, also mit dem Tablet und der Tastaturdock, währenddem wir mit dem Tablet alleine circa 3 Stunden erhalten haben. Im Mixgebrauch bei etwas stärkerer Auslastung haben wir circa 8 bis 8,5 Stunden erreicht. Dementsprechend kommt man hier mit dem Surface Book wirklich ohne Probleme über den Tag und Microsoft hat dementsprechend nicht gelogen und das freut uns wirklich sehr, dass wir hier ein weiteres Windows-Gerät haben, dass hier eine so hohe Akkulaufzeit erreicht. Die Frage ist aber natürlich, wie sieht es mit der Software aus? Denn das Gerät kommt aus dem Hause Microsoft und müsste natürlich perfekt angepasst sein an die Windows bzw. an die Microsoft Software, sprich Windows 10. Und das ist leider nicht ganz der Fall, denn Microsoft hat hier noch ein bisschen Potenzial. Es gibt hier und da noch ein paar kleine Treiberprobleme, das aber das Gerät zum Abstürzen bringt. Hier haben wir zum Beispiel einmal das Gerät entdockt, dann stürzt es ab. Zum anderen noch die kleinen Probleme hier mit dem Trackpad, dass wenn man zum Beispiel beim Internet surfen hin und wieder scrollt, kann man zum Beispiel hin und wieder nicht mehr scrollen. Also das kann passieren, trotzdem mehr oder weniger läuft das Gerät rund. Einziger Fehler, der öfters gestört hat, war das Anmelden, denn hier konnten wir uns hin und wieder einfach nicht mit dem Gerät anmelden, nachdem wir es aus dem Standby aufgeweckt haben. Hier musste das Gerät quasi cold resettet werden. Aber das war es auch schon. Ansonsten hatten wir keine gröberen Probleme mit dem Surface Book gehabt. Dementsprechend kann hier Microsoft natürlich noch nacharbeiten, bis das Gerät auch in Deutschland erhältlich ist. Die große Frage, ist es nun den Preis wert, ja oder nein? Meiner Meinung nach nein. Also es gibt, das Gerät ist sehr gut, es ist ein sehr gutes Laptop geworden. Das Problem ist aber, dass es einfach sehr, sehr teuer ist, vor allem wenn man die Version mit der integrierten GPU haben will. Der Mehrwert bzw. die Leistungssteigerung ist aber jetzt nicht dementsprechend groß und das Notebook ist aber einfach noch nicht perfekt. Das liegt unter anderem wirklich an der Größe, das heißt, das Gerät ist teilweise einfach zu dick. Bei mir passt es zum Beispiel auch nicht in die entsprechende Tasche für 13 Zoll Laptops. Da passt es einfach nicht hinein, weil es einfach hier zu dick ist. Ansonsten ist es wirklich ein gelungenes Gerät. Wir haben wirklich ein geniales Display. Auch das 3:2 Format gefällt mir hier sehr gut. Das ist perfekt zum Beispiel zum Bearbeiten von Dokumente für Word oder auch unter anderem zum Beispiel zum Internet surfen. Wobei es zum Beispiel zum Filme betrachten wieder nicht ganz so gut geeignet ist, da man hier im unteren und oberen Bereich schwarze Ränder hat. Ansonsten passt die Performance. Wir haben hier sogar NVMe Festplatten integriert, die hohe Lesegeschwindigkeiten bzw. Schreibgeschwindigkeiten von 1500 Megabyte pro Sekunde bzw. 300 Megabyte pro Sekunde zulassen und wir haben eine geniale Akkulaufzeit sowie fast perfekte Tasten und ein fast perfektes Trackpad. Also von dem her hat Microsoft wirklich viel gut gemacht, allerdings ist das Surface Book noch nicht perfekt. Dementsprechend kann man auch als Alternative, als günstigere Alternative zum Beispiel das HP Spectre X360 erwähnen. Das hatte zwar nicht diese externe oder diese extra Power in Bezug auf die Grafik, ist aber ein solides Ultrabook und das für einen deutlich geringeren Preis von ca. 1000 bis 1200 Euro. Natürlich gilt das auch für das Dell XPS 13. Oder für alle, die mehr Grafikpower brauchen, die können sich auch das Dell XPS 15 ansehen, denn das hat sogar eine GeForce 960M GPU integriert. Dafür aber leider nicht den Stylus und wer eben diesen besonderen Stylus möchte, der sollte sich das Surface Pro anschauen. Das neue Surface Pro 4 kommt ebenfalls mit diesem Stylus, auch mit einem 3:2 Format Display, allerdings nur 12,1 Zoll bzw. 12,3 Zoll und ist ebenfalls wesentlich günstiger. Das war's, ich sage danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.